Zuletzt bei Twilight Princess. Der vierte Dungeon, die Wüstenburg, fordert uns auf vielen Ebenen. Knifflige Rätsel, tödliche Fallen sind an der Tagesordnung. Wir jagen jedoch immer noch die Geister, welche die Fackeln geklaut haben, welche uns aktuell den Weg versperren. Doch drei davon haben wir schon zurück an ihren Platz gebracht. Heute müssen wir den letzten Geist finden, um das große Haupttor durchschreiten zu können. Guten Tag, meine Freunde. Was geht? Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess. Und wir stehen jetzt heute vor diesem sehr spannenden Fackelrätsel. Und ich muss die Fackeln in irgendeiner Weise anzünden, ne? Ich habe noch keine Ahnung, in welcher. Ich werde jetzt einfach mal alle anmachen. Und dann, habe ich gerade das Richtige gemacht? Ich glaube, ich habe dieses Rätsel gerade gelöst, ohne zu wissen, was ich getan habe. Klar, bin ja auch der beste Spieler. Dementsprechend ist es ja gar kein Problem für mich, das zu lösen. Okay, was machst du? Okay, der dupliziert sich. Und jetzt schreit er mich an. Er ist der Richtige. Okay, wie komme ich an dich ran, mein Freund? Da! Ha! Ha! Nein, ihn! Nein! Oh, er ist der Richtige. Er ist der Richtige. Mach was. Mach was. Irgendwas? Greif mich an oder so. Was machen die? Jetzt hat. Das Ding ist jetzt nur, ich freue mich natürlich, ne, dass ich dieses Schlangenrätsel so easy und schnell gelöst habe, weil ich die Rätsel durchschaue, ohne überhaupt zu wissen, was man dafür machen muss. Aber ich frage mich gerade, wenn ich jetzt noch irgendeine andere Fackel angezündet hätte, hätte ich dann vielleicht noch eine Belohnung bekommen? Also gibt es in diesem Raum noch mehr als das reine Öffnen dieser Tür? Das frage ich mich halt gerade. Und deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, nochmal zurück in den Raum und zünde nochmal ein paar andere Fackeln an. Auch wenn das vielleicht 4 Fails sind. Aber es schockiert mich, dass ich jetzt hier einfach die richtige Fackel angemacht habe. Weil ich keinen Plan habe, was ich getan habe. Ich habe die vordere und dann die ganz linke gemacht. Aber, kann ich das irgendwie in dieser Statue ablesen? Die hat ja 2 Fackeln in der Hand. Will sie mir damit sagen, Bruder, du musst 2 Fackeln anmachen. So, ich mache jetzt einfach mal die vordere und die hier an. Nichts passiert. Und die hier auch nicht. Und die hier auch nicht. Und die hier auch nicht. Und wenn ich die hier mache... Ich habe keine Ahnung. Also ich habe irgendwie, wie auch immer, gerade dieses Rätsel geschafft. Und ich hoffe einfach mal, dass es hier jetzt keine Truhe noch für irgendwas gibt. Weil ich diesen Raum von vorne bis hinten nicht blicke, aber geschafft habe. Interessant. Ich gehe einfach mal weiter. Hoffentlich habe ich jetzt hier wirklich keinen Stempel oder ein Herzteil verpasst. Wäre sehr ärgerlich. Weil mir fehlt nämlich noch ein Stempel und ein Herzteil. Das ist halt ganz schön viel. Weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich jetzt bald am Ende angekommen bin. Aber wir können ja nochmal gucken. So, wir sind jetzt hier oben. Okay. Das kapiere ich. Gibt es hier noch irgendwas, was ich tun kann? Da bin ich durchgegangen. Und das? Nein. Das sieht alles so aus. Oh nein! Oder das war... Das war... Das war retarded. Ich hätte einfach den Endhaken nehmen müssen. Oh! Dumm, 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 dumm. Na, ich hätte mich einfach hier hinziehen können. Ich krieg grad Bauchschmerzen. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie uncool. Aber ich spiele weiter. Das Spiel ist wichtiger als meine Bauchschmerzen. Wie gesagt, mir fehlt halt leider noch
Ja, vor allem das Herz halt. Auf den Stempel könnte ich eigentlich verzichten, auch wenn der natürlich wichtig für die 100% ist. Aber mir fehlen einfach noch ein Herzteil und ein Stempel. Ich check jetzt gleich mal die Karte. Ob der Kompass mir noch irgendwo eine Truhe verzeichnet hat. Die ich aus welchen Gründen noch immer... Okay, es kommt noch eine. Hier nicht. Hier ist nichts. Im vierten ist der Boss. Okay, in Räumen, in denen ich noch nicht war. Oho, der Dungeon ist noch ganz schön groß. Okay, in Räumen, in denen ich noch nicht war, warten noch Truhen auf mich. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der Dungeon noch so groß ist. Aber da kommt noch einiges auf mich zu. Aber es finde ich gut, der macht Spaß. Der macht richtig Spaß. So, und hier in diesen Räumen gibt's noch Truhen für mich. So, du haust ab. Der Finishing Move war das. Sehr schön. So, und jetzt habe ich nochmal die Chance. Oh, da drüben. Okay, da drüben ist die feine Kiste. Da drüben ist der große Schlüssel, zu dem ich aktuell noch nicht komme. Alles klar, aber dann fällt mir die Wegwahl hier relativ einfach. Warum kann ich hier durchgucken? Sehe ich da irgendwas, was ich nicht sehen sollte? Keine Ahnung. Also ich denke, der einzige Weg, den wir aktuell gehen können, ist der hier. Aber der führt in eine Sackgasse. Okay, das heißt hier... Nein, er führt keine Sackgasse, da geht es nach unten. Ich kann mit dem Enterhaken hier rein. Warum ist das so? Warum kann ich das tun? Da kann ich auch hin. Okay, ich kann mich hier mit dem Enterhaken ein bisschen durchmogeln. Weil ich da irgendwie nicht direkt runterspringen will, wenn ich ehrlich bin. Und hier sind überall Fackeln. Muss ich die... Warum sind die hier? Muss ich die ausmachen? Kann ich die überhaupt ausmachen? Auch hin. Und auch hier ist eine Fackel. Und so ein komischer Typ. Okay, das ist weird. Aber da oben ist eine Truhe. Aber da komme ich nicht hin. Da ist nichts für den Enterhaken. Okay. Ach, das ist... Okay, einmal noch. Okay, ich kapiere das Ganze. Aber hier Schicht im Schacht. Okay, warum ist hier Schicht im Schacht? Ah, ich muss hier lang. Aha. Okay. Spannend, spannend. Und hier ist ein Schlüssel. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich check jetzt auch eigentlich... Ich check jetzt auch eigentlich immer die Karte direkt ab. Na, in diesem Schacht hier werden mir keine Truhen mehr verzeichnet. So, weil mir es relativ wichtig ist. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal ganz nach unten, ne? Ich glaube, ich muss ganz nach unten, ne? Weil da unter mir war auf jeden Fall noch was. Und alle anderen Schächte habe ich eigentlich weitestgehend mit meinem Enterhaken abgecheckt. So, ich bin gerade 2 Stufen nach oben. Jetzt gehe ich mal nach unten, ne? Okay, hier geht es gar nicht weiter. Ja, und hier brauche ich auch den Schlüssel. Sehr schön. Dann passt das. Dann haben wir das richtig gemacht. Boah, jetzt sind wir richtig tief in diese Sandburg, ne? Das ist ein richtiges Katakomben-Feeling. Und hier kommen doch jetzt gleich wetten irgendwo hier diese fetten Stacheln raus, oder? Okay, noch. Doch, jetzt hat. Ich wollte gerade sagen, ich bin ja eigentlich relativ unbeschadet bisher durchgekommen. Okay, hier kommen die auch. Oh, hier auch. Okay, dann haben wir jetzt hier ein kleines Labyrinth vor uns. Dann müssen wir schauen, wie wir hier durchkommen. Rollen. Warum laufe ich? Ach so, oh! Oh nee! Geisterratten! Ah, verzieht euch! Ihr ekligen Biester! Das passt. Dann hier nochmal geradeaus drüber. Kann ich auch nochmal geradeaus drüber? Du verziehst dich bitte. Wirbelattacke! Wolf Link! Du sollst eine Wirbelattacke machen, Alter. Danke. Okay, und hier kann ich jetzt an dem Griff ziehen. Ich mach's einfach mal. Ah, da kann ich eine Wand. Das ist eine Wand, die ich zur Seite schieben kann. Die wahrscheinlich den. Naja, den Hauptraum blockiert. Okay, cool. Ist eigentlich in dem Raum eine Truhe? Nee. Aber da vorne ist die Tante. Oh, lol. Stimmt, die haben wir noch gar nicht gefunden. Aber hier ist Schicht im Schacht für mich. Und die Wand geht langsam wieder zu. Ich kapiere das Ganze. Nein, nein, nein. Geh da durch, geh da durch, geh da. Nein, mich haben die Ratten wieder befallen. Ich hasse euch.
Aber da drüben ist ein Gipto. Warum ist der da? Boah, eklig. Boah, seid ihr eklig. Moment mal. Den schieße ich mit Pfeilen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ich mach's nicht mit Pfeilen. Das sind jetzt 10 Pfeile, die ich in ihn reingeprügelt habe. Und es hat den einfach einen Scheißdreck gejuckt. Link, hüpf! Okay, jetzt gib ihm. Okay, aber es war's doch schon. 11 Pfeile braucht man für den. Das ist eine stolze Summe. Boah, wenn mich diese Geisterratten aufregen, ne? Okay, aber die kriege ich nicht weg, wenn ich sie nicht sehe. Ui, ja, ist das nervig. Boah, gehen wir auf den Sack. Oh. Was machen die eigentlich da an mir rumnagen oder... Ich will es gar nicht wissen. Okay, aber wir wissen immerhin... Oh, lol. Ach, klar, das ist der Weg zurück. Wir müssen da drüben... Ja, wir müssen jetzt hier drüben dran ziehen. Kleben wieder irgendwelche an mir? Nein. Ich bleibe jetzt trotzdem mal in der Wolfsicht, dass ich mal mitbekomme, was hier abgeht. So, dann machen wir jetzt nochmal das Tor hier auf. Und zwar completely... Genau. Jetzt nehmen wir den richtigen Weg. Da müssen wir hier. Dadurch. Hier drüber. Und dann passt das Ganze auch. Keine Geisterratten, die an mir nagen. Da wären wir. Wir haben noch nicht mal das Dungeon-Item bekommen. Gibt's hier überhaupt eins? Muss eigentlich, ne? Es ist ein offizieller Dungeon. Auch wenn es irgendwie immer noch die Wüstenburg ist, die zur Story gehört. Oh, was sind die denn für welche? Was sind die denn für eklige. Oh, lol. Oh nein, da kommt Käfer. Oh nein, da kommt Käfer. Ah, verzieht euch. Haut ab. Haut ab. Aber ich habe gar nicht mehr so viel Lampenöl. Ne? Boah. Und da ist die Tante. Da ist die Tante. Die werden wir retten. Hallo, meine Dame. Wie geht's dir? Oh, endlich draußen. Nach der nette junge Mann. Reisen wir gemeinsam. Ja. Top. Was auch immer du für ein ekliges Biest bist. Ich laufe jetzt erstmal ganz schnell. Na, ich will mir noch ein bisschen Lampen sparen, falls ich irgendwelche Fackeln anzünden muss, weil ich habe leider nicht mehr so viel. Und mir kommen jetzt hier irgendwie ziemlich viele Stacheln und so weiter. Fast zu viele Stacheln und so weiter vor. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Aber da drüben ist wahrscheinlich... Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Ich bin hier gerade wirklich lang gegangen gegen nichts. Und Moment mal, was habe ich gelernt, wenn man bei solchen... drehenden Dingern schnell sein will, muss man immer innen laufen. Richtig. Okay, da habe ich hier gar kein Problem. Und hier sind jetzt zwei von den Viechern, die ich wieder wegbomben muss. Vielleicht kriege ich die auch... Vielleicht kriege ich die beide auf einmal. Okay, dann machen wir. Schildblock, Helmspalter. Okay, dann sind beide down. Ne, der steht noch. Okay, Helmspalter. Zack, ah, ich brauche die Bomben und die Käfer kommen. Die Käfer kommen. Ah, haut ab. Bitte, bitte. Zack. Ah, verdammt, wir konnten den einen vernichten. Ich weiß gar nicht, ob ich den killen muss. Ich mach's einfach mal. Es gibt nichts Geiles als den Hemmspalt übrigens. Ah, haut ab. Ihr seid so eklig. Ich muss die ganze Zeit rollen. Durch Rollen vertreibt man sie. Und ich hätte die gar nicht töten müssen übrigens, ne? Obwohl, da ist noch einer da drüben. So, vielleicht wenn ich den auch noch kille. Vielleicht kriege ich dann irgendeine Belohnung. So, ne, wir machen selbes Prozedere wie immer. Schildschlag. Oh, ich wollte den Helmspalter machen. Okay, nochmal. Schildschlag, okay, für Helmspalter reicht es nicht, aber wir können ihn noch einfach so verprügeln. Oh, der steht noch. Okay, der Helmspalter scheint dann doch relativ viel Damage zu machen. Bombe. Zack, und jetzt muss ich erstmal wieder rollen. Ah, weil wieder irgendwie 8 Millionen Käfer auf mir sind. Nein, 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 wenn er nicht versinken, nicht versinken. Achso, ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Aber immerhin, okay, wir mussten alle Skelette besiegen. Lol. Kamera. Okay, rollen. Zack. Also, welches Tor ist jetzt hier aufgegangen? Hier oben, komme ich da hoch? Ja, komme ich. Okay, manchmal ist es echt weird, wo ich hochkomme und wo nicht. Aber, was bringt es mir, hier oben zu sein? Da, hier geht es gar nicht für mich lang. Ich muss da hoch. Aber da hoch komme ich gerade nicht. Oh, da verchecke ich irgendwas. Nein, ich wollte nicht die Bombe zünden. Okay, was verchecke ich hier gerade? Was verchecke ich hier gerade? Was habe ich überhaupt aufgemacht? Da oben das, ne? Aber hier geht es aktuell nicht für mich lang. Okay, jetzt wird's ein bisschen... Jetzt wird's confusing.
hier ist noch was. Hier habe ich das aufgemacht, oder? Stopp. Zack. Hier beeile ich mich einfach mal. Oh nein, 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 nein. Oh, Leute, das ist... Beeil dich. Oh, es ist doch alle... Okay, alles richtig gemacht. Oh, diese Käfer, die sind so eklig. Machen die eigentlich... Was machen die eigentlich? Die sind nur da. Die haben mir irgendwie noch keinen Damage gemacht, aber ich will sie nicht auf mir, in mir, was auch immer die tun. Ich, oh, jetzt kommen wir in einen... Oh, jetzt kommen wir in eine große Sackgasse. Ich glaube, jetzt kommt der Zwischenboss und dafür bekommen wir das Dungeon-Item. Okay. Was? Oder... Oh mein Gott. Das ist ein Monsterschwert. Ich muss die Seile durchschneiden. Oh, ich musste nur einen Seil durchschneiden. Wir kämpfen gegen ein Schwert? Ah, das ist doch safe ein Geist, der dieses Schwert führt. Deswegen kriegt man die Wolfsform. Und erstmal gucken, mit wem wir es hier zu tun haben. Okay, es ist ein Geist. Okay, und selbes Muster wie bei den Geistern. Wenn er mich angreift, dann wird er für mich visible. Oh, was ist das denn? Okay, das ist krass. Das ist unerwartet. Ich will ihn eigentlich... Ich kann ihn nicht anvisieren. Ich würde gerne. Okay, jetzt habe ich ihn ein bisschen sauer gemacht. Ich kann ihn nicht anvisieren. Das ist das Problem. Oh, wo ist er? Da. Ja, ja. Schön um ihn rumgerollt. Okay, wir geben ihm ganz gut. So, jetzt muss ich ihn, glaube ich, wieder mit Pfeil und Bogen treffen. Oh, nicht getroffen. Schlecht. Schlecht. Okay, jetzt raus. Jetzt bringt er wieder Moves, denke ich. Ich rolle... Okay, ich musste gar nicht mit rumrollen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, nein, so schlecht. Okay, sehr gut. Oh, was ist das für ein Viech? Das sieht... Ich muss sagen, das Design von dem ist echt sick. Wo ist er? Da ist er! Okay, jetzt kann ich ihm wieder Damage machen. Aber der kann halt nichts, ne? Das ist jetzt aber irgendwie langsam ein Phänomen, was ich jetzt schon öfter feststellen musste in Twilight Princess. Wir haben hier super geil designte Bosse, aber die können irgendwie nichts. Guck mal, er fliegt um mich rum, ich hau ihn einmal mit dem Schwert und für ihn ist Feierabend. Das finde ich so schade, weil der wirklich geil aussieht. Muss man doch echt sagen, der sieht doch echt richtig gut aus. Aber er kann halt nichts. Und er verschwindet mit ganz, ganz vielen kleinen Fledermäusen oder Insekten oder was auch immer das war. Aber wirklich, Design geil. Sieht richtig schick aus. Sieht richtig geil aus. Also für einen Zwischenboss auch noch, ne? Übertrieben gut designt. Aber drauf hatte der nix. Leider. Leider, leider, leider. Aber jetzt kriegen wir das Dungeon-Item, Freunde. Und es ist der Gleiter. Eine antike Maschine, mit der du dich über den Boden schwebend fortbewegst. Lege ihn auf die Tasten und verwende ihn auf sandigen Gebieten. Komisch. Sowie zum Gleiten auf Schienen an der Wand. Drücke den entsprechenden Knopf erneut, um durch die Drehung des Gleiters auch deine Gegner anzugreifen. Ach du Scheiße. Das habe ich ja nie gesehen. Okay, das ist... Oh yeah. Oh yeah. Und da kann ich jetzt hier ran, oder was? X ist abfliegen. Abspringen wahrscheinlich. Ah, nein, 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 nein. Oh mein Gott, das ist einfach ein Beyblade. Oh mein Gott, aber das ist voll geil. Und solche Schienen haben wir doch auch schon mal auf der Oberwelt gesehen. Solche Schienen haben wir doch auch schon mal an der Oberwelt gesehen. Wir können da jetzt hier schön mit dem rumgleiten, ne? Abspringen. Damit X kann ich ein bisschen angreifen. Und wir brauchen halt immer ein bisschen Speed. Oh, das ist cool. Oh mein Gott, das ist schon wieder so gut. Ich sag's immer wieder. Twilight Princess ist gleich Innovation. Twilight Princess, wie gerne ich das zu Release gezockt hätte. Ich wäre einfach so krank geflasht gewesen. So, da. Oh yeah. Oh yeah. Oh, ich check einfach schon voll. Oh ja. Yeah. Ich fühle das Item. Das ist genau mein Item. Oh, und in dem Raum jetzt gibt es 4 Truhen für mich. Okay, das wird jetzt hier so ein kleines Schienenrumgehüpfe. Okay. Moment.
Alles klar, wo muss ich lang? Ich muss da drüben lang. Oh, stopp. Stopp. Okay, Moment mal. Oh nein, nein, du sollst ja nicht abprallen, Bruder. Nein. Okay, den zerstören ist ein bisschen herausfordernd. Ich fahre jetzt einfach mal. Okay, ich mache mir da jetzt einfach gar keine... Okay, stopp. Erstmal hier runter. Okay, das ist schwierig. Und ich glaube, dieser Raum, der ist ja voll mit Schienen und so. Der soll mich jetzt erstmal diese ganze Mechanik hier ein bisschen einweisen. Finde ich eine gute Sache. Wir haben 10 Bomben gefunden, warum auch immer. Oh, da drüben ist direkt noch eine Truhe. Dann haben wir schon mal 2 von den 5 Truhen hier. Und ich hoffe, die anderen 2 sind Stempel. Den anderen 3 sind auch noch Stempel und Herzteil dabei. Vor allem Herzteil. So, was ist da vorne? Was ist, wenn ich hier hingehe? Zack, da kann ich hier abspringen. So, dann bin ich hier und hier ist direkt die nächste Truhe. Okay, direkt mal 3 kleine Truhen gefunden. 30 Rubine und 10 Bomben waren es insgesamt. Okay, das wird spannend. Aber ich habe Lust. Ich habe echt Lust. Okay. Was muss ich jetzt tun? Da runter. Stopp, absteigen. Oh, Moment mal, kann ich die weghauen? Ich kann doch gegen die kämpfen, ne? Oh yeah. Was willst du gegen mich tun, mein Freund? Oh, aber ich kann mir jetzt schon den Bosskampf vorstellen, der irgendwie mit diesem Gleiter zu tun hat. Und ich stelle mir das übelst geil vor. Und hier ist das Herzteil. Ja, Mann. Der Bosskampf, der feine Bossfight wird doch mit Sicherheit irgendwas mit diesem Gleiter zu tun haben. Und deshalb, hoffentlich ist er so richtig überdimensioniert groß. Und wir müssen dann immer mit dem Gleiter so um ihn rumfahren und so. Oh, das ist geil. Oh, ich erträume jetzt schon einfach den Bossfight, ne? Das ist eigentlich voll blöd. Nein, du sollst dich in die andere Richtung. Du sollst da hoch. Richtig. Oh, aber hier die Kontrolle zu behalten ist manchmal gar nicht so einfach. Aber hier sind wir. Und hier vorne ist direkt nochmal eine Truhe. Oh, lol. Das ist ja so cool. Oh mein Gott, macht das Spaß. Und wenn jetzt hier noch der Stempel drin ist, dann haben wir den Dungeon. Ist er. Dann haben wir den Dungeon geschafft. Also, ne, bis auf den Boss. Aber dann haben wir, glaube ich, alles collectible-mäßig schon mal eingesammelt. So, die Frage ist nur noch, wo es hier für mich weitergeht. Also, wie ich mich hier wieder rauskomme. Und ich glaube, es geht hier. Okay, hier muss ich jetzt immer... Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay. Jetzt wird es ein bisschen herausfordernder. Muss ich irgendwie an diesen Teilen vorbei. Zack. Oh, war das close. Aber es hat funktioniert. Und sag mir bitte, dass ich jetzt vor dem großen Schlüssel stehe. Ich tue es. Oh yes, Friends. Wir haben den Dungeon geschafft. Jetzt steht nur noch der Boss bevor. Und ich glaube, mit dem Kreisel, ich hoffe so sehr, dass es irgend so ein überdimensioniertes Riesenmonster ist. Okay, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen eine Traumvorstellung. Aber da müssen wir irgendwie mit dem Kreisel so um ihn rumfahren. Und ich stelle mir das richtig cool vor. Ich stelle mir den richtig gut vor. So, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Und hier muss ich meinen Kreisel einsetzen. Und das, meine Freunde, machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es so war, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.